Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eines Teils Rundes Let's Test Battlefield 4, Tier. Dieses komische grüne Balken, da kann ich nichts für, das liegt nicht mal an dem Aufnahmeprogramm, sondern es liegt direkt an diesem Video an sich jetzt. Und ich wollte gerade Start drücken, damit wir das jetzt nochmal. Und wir drücken dann jetzt auch gleich Start, und zwar jetzt. Jetzt haben wir Start gedrückt. Und ich habe keine Ahnung, ich spiele es heute zum ersten Mal. Ich bin total aufgeregt. Eigentlich mir das so direkt. Kurz ein bisschen später das Video, ich weiß das schon. Aber das macht ja nichts. Weil ich cool bin. Und da kann nicht mal ich ernst bleiben. Und meine Katze ist gerade wieder so in Schmuselaune hier, deswegen hört ihr sie vielleicht die ganze Zeit hier irgendwie. Oh, ich. Okay, coole Sache. Nee, wir nutzen das natürlich voll aus hier. Hier, Arschlecken. Passt. Machen wir. Okay, Ding. Sieht schon geil aus. Das dieses Wasser, was da so runterprasselt, ey. Welcome to Battlelog. As part of Battlefield 4, you are connected to Battlelog, a social network for all Battlefield players. Here you can find friends, check game states, customize your soldier and much more. Battlelog automatically collects and share your states and activity. Habe ich das activity? Keine Ahnung. In Battlefield 4 with your Xbox Live friends, so they can follow your progression throughout your career. If you want to change your Battlelog privacy settings, you can do this at any time by logging on the battlelog.com. Using your Origin account email address and password. Visit battlelog.com to learn more. Okay. Premium. Was ist das hier? Achso, das ist, wenn du die Premium-Variante hier hast. Dann kriegst du das hier alles. 6 Expansion Packs, also 6 die ersten 6 Maps kriegst du anscheinend. Jeden Tag irgendwie ein neues Item, Exclusive Personality, also du kannst deinen Charakter speziell erneuern und sowas. The Server, Weekly New Content, 12 Bonus Battle Packs. Ah, oh, cool, nice. My Soldier. Ja, natürlich noch gar nichts drinne. Dog Tags, haben wir mal ein bisschen was freigeschaltet anscheinend. Haben wir alles freigeschaltet? Oh, wir sind so gut! Wir haben alles freigeschaltet. Das ist ja cool, da ist auch hier wieder. Ja gut, Dog Tags, das ist ja jetzt so in der Art und Weise nicht schwer zu machen in der Art und Weise. Hier haben wir nur das eine. Mission. Achso, Missions. Okay, Battle Packs, Rank 3, okay, anscheinend ist es hier ein bisschen anders jetzt gehalten, Soldier Progressing, Shotgun, DMA, ist eine DMA hier, wir spielen doch kein Halo, Carabine and 26 Mass, okay, wir schauen mal gleich, dann Multiplayer würde ich sagen. Quick Match.
Domination, Close Quarters Infantry, Combat, No Vehicles, Capture and Hold Objects. Conquest, Warfare on a Massive Scale, Capture and Hold Objectives, the Classic Battlefield Mode. Ja, dann machen wir das doch. Hier das normale, einfache. Würde ich sagen. Easy. Man muss natürlich jetzt bedenken, es ist eine Alpha-Version und eine Beta-Version und B ist es halt noch für die Xbox 360 ist das jetzt hier in der Art und Weise. Bei der Xbox One wird das tausendmal besser aussehen. Aber so wie es aussieht, werden wir, wenn wir das Let's Playen als Xbox 360-Variante Let's Playen, weil ich mir die Xbox One nicht leisten kann. Traurig, aber wahr. Des Weiteren muss ich erstmal gucken, ob ich mit meinem Aufnahmeprogramm überhaupt dann bei der Xbox 360 mit aufnehmen kann. Das ist ja auch noch so eine Sache. Okay, ist schon voll am Gange hier. Wir haben alles eingenommen bis auf B. Dann würde ich sagen, wir spawnen direkt bei C. Alter, sieht ja aus wie ein Call of Duty hier. Counter-Strike. Ich werde abgeballert. Scheiße, von hinten. Geh weg. Wo ist der Gegner hin? Scheiße. Wo kann ich denn hier... Nein, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich will nur gerne... Ich möchte gerne nur als was anderes spawnen. Wo kann ich denn Ausrüstung wechseln? Okay, jetzt haben wir eine dicke Wumme hier. Und hier mit Messern war. Das sieht ja so scheiße aus, Alter. Also, Battlefield 3 hatte sogar eine bessere Grafik bei der Demo. Okay, belassen wir es jetzt dabei. Also, es sieht sehr nach Counter-Strike aus, so in der Art und Weise. Von der Optik hier. Es ist alles eine Texturpack einfach draufgeklatscht. Und damit hat sich sozusagen die ganze Chose gehabt hier. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt für eine Klasse sind. Eine mit einer dicken Wumme. Oh, da ist ein Hubschrauber. Wenn wir Glück haben, werden wir das auch heute nochmal sehen. Okay, wir können natürlich hier nicht so krass einnehmen. Ah, wo willst du hin, du Arsch? Komm her! Scheiße! Okay, hier kann ich das. Battle Packs, Options, Resume. Scoreboard, nein, Team Setup, Battle Packs. Ich würde gerne die Klasse auch wechseln können. Ach, ich muss dann direkt... Okay, wenn ich jetzt dann... Kann ich jetzt so auswählen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Benutzen wir mal den Engineer. Ich kann nur dort spawnen. Ich will aber bei diesem Kollegen hier spawnen. Ah, man kann sogar jetzt im Wasser spawnen. Das ist gut. Hör's hoch mit dir. Ist das normal? Oh, ich bin ein Ninja. Ich kann auf Wasser laufen. Mit Chakra und so. Okay, unseren Kollegen geht's anscheinend nicht so gut. Das heißt, hier ist irgendwo ein Gegner. Wir haben noch keinen gekillt. Ah, ja, Mann! Scheiße! Oh, da haben wir noch einen! Vielen Dank, Kollege! Wie ducke ich mich denn? Ach, mit B ducke ich mich, okay. Alter! Scheiße! Das war mehr als schlecht, Kollege. Es ist ja richtig extrem. Also, ich hoffe, das wird noch ein bisschen verändert, weil das, Oh! Was haben wir denn da Feines? Wir haben da einen Heli-Schreiber.
Schade, konnten wir uns jetzt nicht krallen. Aber wir haben nur noch einen Panzer da stehen. Gucken wir mal, ob wir uns mal an den Panzer reinsetzen können. Wenn ich wüsste, wo der Panzer ist. Ich habe keine Ahnung, Leute. Der muss ja irgendwo hier sein. Was? Nochmal bitte. Habe ich nicht verstanden. Ich sehe ja nichts, Leute. Ich sehe ja nichts. Sorry, ich finde auch keinen Panzer. Hätte ich das gewusst, ey. Okay, wir haben anscheinend dahinter, hinten rechts, links, haben wir ein paar Gegner. Die werden wir uns krallen. Ey, das kann man glatt für eine Montage benutzen, ey! Okay, sind relativ doof, die Waffen. Scheiße, ich vergesse jetzt mal, dass man hier nachladen muss. Oh, sofort down. Okay, wir machen mal... Nein, Customer. Wir nehmen mal hier den Sniper. Komm, wir snipen jetzt mal eine Runde. Ist ja wahrscheinlich nicht clever, direkt dort zu spawnen. Fick you. Da ist ein fetter Panzer vor uns. Habe ich natürlich als Sniper die besten Chancen. Ich weiß natürlich nicht, wo man hier die besten Camp-Positionen hat. Das kann ich natürlich nicht sagen. Hallo? 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 Man merkt uns nicht. Fick dich! Alter, fick dich! Scheiße! Null Chance! Super, er hat auch sogar unseren Kollegen noch direkt überfahren. Hier, wir spawnen mal bei diesem Kollegen hier. Kann ich nicht. So, bin eigentlich gespawnt. Ah cool, kann man also kaputt machen hier. Sehr nice. Danke, dass es uns... Nein, wir haben verloren. 0 zu 100, 371. Was ist da los? Haben wir so viel verkackt, Alter. Jetzt haben wir den Sniper nicht ausprobieren können. In Battlefield ist es halt so, dass der Sniper immer so einen Schusswinkel hat. Also so eine ballistische Form halt fliegt. Und wo sind wir denn? Wir sind hier. 3 auf 5 fürs erste Spiel. Immerhin kein 2 auf 10. Ne? 23 auf 6. Alter Schwede. Und das war's. Das. Okay, nee, ich dachte, der wäre Level 1. So, haben wir natürlich hier alles wieder. Entschuldigung. Alles wie eh und je. Aber ich fand die Battlefield 3 Demo fand ich tausendmal besser. Die sah hübscher aus. Da hat man ein bisschen mehr gezeigt, ein bisschen mehr erlebt. Die hatten natürlich auch ihre Grafikbugs, aber es war genießbarer. Das sieht jetzt so irgendwie mit einem Texturenpack ist jetzt da halt drauf geschmiert worden. Auf dem Boden und auch an den Wänden anscheinend. Ist schade. Hätte ich mehr erwartet jetzt irgendwie. Die Waffen lassen sich auch sehr doof spielen. Also ich hoffe, das wird dann entweder verändert oder dass man halt bessere Waffen halt freischaltet, mit denen man auch vernünftig umgehen kann. Weil sonst wäre das relativ doof. Okay, wir spawnen als komischer Typ hier. Ich möchte aber... Na gut, das müssen wir gleich. Ich wollte mal den Sniper-Klasse jetzt mal ausprobieren. Jetzt sind wir anscheinend normaler... Here's your meds. Go get it! Go get it. Autsch. Okay, Fallschirm hat man ja auch wieder. Wow.
Was war das denn? Wow, way too close! Hab ich auch gewundert, dass wir jetzt schon hier Gegner antreffen würden. Map hätten sie ruhig ein bisschen kleiner machen können als Starter-Map. Also ich fand die... Wie gesagt, bei Battlefield 3 war alles besser im Start. Also ist die Beta. Okay, die Grafik hat sich jetzt verändert hier. Anscheinend war das eben gerade nur ein Bug. Es sieht wesentlich schöner aus. Okay, gut. Ich nehme es zurück. Das mit dem Nutex-Touren-Pack. Vorhin sah es halt extrem aus wie Call of Duty, wie Counter-Strike. Zum Glück sieht mich keiner. Verdammt! Komm, wir retten ihn! Ja. Cool, das wird sogar angezeigt, wer dich gekillt hat mit Orange. Das ist schon mal sehr nice. Also, wir wollten ja mal. Nein, ich wollte. Na! So. Wir waren Engineer. Jetzt nehmen wir wieder Reckon. Ich will ja ein bisschen Sniper mal zeigen. Jetzt wollen wir mal direkt bei A. Ich habe aber auch gerade ein Dreieck hier lang laufen sehen. Alter, es hat das Haus da zusammengestürzt. Leck mich am Arsch, ey. Waren wir das? Muss ja echt aufpassen, dass dir kein Haus auf den Kopf stürzt. Finde ich ja nice. Wäre cool, wenn das so halt so nach 10 Minuten, sag ich jetzt einfach mal, passieren würde. Dass man halt dann irgendwie urplötzlich einen anderen Weg beschreiten muss. Das ist ja richtig cool gewesen eigentlich. Dass so die Maps sich so ein bisschen verändert. Also nicht nur, dass sich halt die Map zerstört, damit sie sich verändert, sondern dass halt das, was normalerweise nicht zerstört werden kann, so wie hier jetzt, ist auch ein bisschen das Spielverhalten verändert. Das ist ja auch voll nice. Da ist er. Oh mein Gott, wir haben einen Gegner. Squad spawn on you. Auf mir drauf. Ich hoffe, ich war nicht am Liegen. Verpiss diesen Panzer. Okay, dann nimmt einer ein. Fuck, das war jetzt schnell. Wir haben ihm gerade schön Ausdruck gegeben, ey. Haben wir ordentlich hingelegt. Aber das war jetzt. Kommst du mal bei dem hier? Na cool, die Map zeigt sogar an hier. So ein Bildchen. Spitten wir mal weiter. Jetzt haben wir wieder hier diese dumme Texturenpack hier. Das ist anscheinend ein Grafikfehler. Also es sieht normalerweise besser aus. Wir haben es ja gerade gesehen. Alter! Haben wir einen Panzer? Es war so klar. Oh, plötzlich und uns der Panzer, weil da plötzlich einer reinspringt, was? Ich weiß auch nicht mehr, warum der auch schon so an der dumme Arsch da. Das ist jetzt der Panzer. Oh, super, und der steht beim anderen Panzer rum. Schönen Dank, du Arsch. Ja, ich möchte gern spawnen. Die Spawnzeit, das ist einfach scheiße, dass es so lange dauert. Aua! Was hab ich denn da erwischt? We have objective Bravo now.
Okay, das ist anscheinend Panzer oder sowas. Ich wollte noch nur markieren. Also markieren ging normalerweise immer mit Select. Anscheinend ist das jetzt nicht mehr der Fall. Verpiss dich! Geh weg! Keiner mag dich! Wow! Da oben war der Arsch. Okay, cool. Den holen wir uns jetzt. Den holen wir runter. Jetzt holen wir uns einen runter. Da ist das witzig gewesen. Scheiß Panzer, Alter. Okay, ich weiß ja nicht, was... Da oben. Ah, okay. Es ist also nichts mehr am Verschieben. Ich dachte, das würde sich irgendwie hier verziehen oder sowas, aber anscheinend fliegt das nur geradeaus. Oh, hört ihr das? Okay, das war ein direkter Treffer. Ah, ich kann nochmal ranvisieren. Okay, cool. Ja, ja. Alles cool, Leute. Ich muss mich ja noch ein bisschen reinfinden hier. Na los, zeigt euch hier, miesen Schweine. Ich weiß nicht mal, wie ihr da oben hochgekommen seid. Wahrscheinlich mit einem Hubschrauber. Ah! Hab ich ihn jetzt? Ich hab keine Ahnung, ob ich ihn jetzt... Holy moly! Hä? Mal sehen. So. Eingestiegen wahrscheinlich. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ah, jetzt haben wir einen Hitmarker. Okay, man muss doch ein bisschen höher zielen. In der Art und Weise. Okay. Ah, fuck it. Los, zeigt euch, ihr Schweine. Ach komm, das war ein Headshot. Okay, ist ein bisschen komplizierter mit der Sniper zu ballern. Okay, dumm. Was haben wir? Objective Charlie has been neutralized. Schweine da, ich krieg's aber auch nicht. Ah, oh, fuck it. Sonst der Sniper hat uns ausgeschaltet hier. Nice one. Okay, jetzt werden wir mal... Ah, so kann ich aussehen hier oben. Okay, cool. Jetzt weiß ich's. Jetzt krieg ich's hin. Machen wir mal wieder ein bisschen actionreicheres hier. My friends. Ich weiß auch nicht, wo hier diese normalen Wege sind, wo die meisten Wege so rumführen und sowas. Alter. Oh, ich habe gerade einen orangenen Punkt vor mir gesehen. Was? Wie geil war das denn jetzt, bitte? Hat er sich auf den Boden gelegt? Ich dachte, er wäre tot, hab mich nicht mehr um ihn gekümmert, ey. Nice one, Alter.
Captain Obsidian over 9000 mäßig oder was? Super, Fallschirm funktioniert einwandfrei. Platsch! Kann man auch tauchen? Secondary? Ah, cool, kann man wenigstens noch mit einer Piste ein bisschen schwimmen. Verschwinde hier, du Affe. So, jetzt sind wir wieder unsere dicke Wumme. Machen hiermit weiter. Ich glaube, der Panzer ist aktiv. Da gehen wir mal nicht direkt drauf los. Ich weiß nicht, was haben wir denn als... Ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist. Aber anscheinend macht die ordentlich Bumm. Ah! Ich höre jemanden hier herumlaufen. Ich hab doch hier Munition aufgenommen. Anscheinend kannst du hierfür keine Munition aufnehmen. Schade. Okay, wir bewegen uns mal woanders hin, ne? You are the squad leader. Was aber mir leider nicht viel bringt. Da ich relativ schlechter Spieler bin. Gib ihm! Ah, hat er mich gemessert, die Sau. Nichts gebracht. Zwar clever gewesen, mich zu ducken. Aber, letzten Endes. Direkt vor dir! Gib ihm! Schön. Okay, ich bin bei dir. Hier, bitteschön. Ist das ein Gegner? Nein. Ich glaube, das haben wir eingenommen, Leute. Da braucht ihr nicht mehr drum rumstehen. Gut, anscheinend ist da oben keiner mehr. So, jedenfalls meine Hoffnung. Boom, hier haben wir. Oh, das ist ein Fahrzeug. Okay, war ein Sniper. Nice, ordentlich. Es ist cool, dass du jetzt wirklich da von denen aus da alles sehen kannst. Das ist echt nice. Haben sie gut gemacht. Gefällt mir. Nicht nur Third Person, sondern First Person. Scheiße, siehst du alles. Eine super Idee. Komm, wir gehen direkt ins Schlachtgetümmel rein, würde ich sagen. Boom. Schwimmen. Okay, wenn du natürlich eine Secondary hast, kannst du nicht mehr so schnell schwimmen. Aber kannst du natürlich nicht verteidigen. Das ist natürlich... Da hängt schon wieder Strategie dahinter. Wow. Bist du bescheuert? Wo ist der Arsch? Ich sehe ihn nicht. Alter, hör auf! Wir haben einen Hubschrauber da.
Oh. Jemand hat Fallschirm aktiviert. Okay, der Hubschrauber haut. Fuck it! Kam zu zweit. Versuchen wir es mal mit Assault. Mit der AK-12. So steht das jedenfalls da gerade. Komm, wir versuchen es mal mit dem Assault. Das war mal unserem Kollegen hier. Dann nehmen wir sogar noch eine Flagge mit. Schau an. So, dann wollen wir mal gucken, wie das ist so mit dem Fahr. Okay. Es lässt sich ziemlich schwerfällig lenken. Ah, so ist das schöner. So lässt sich besser fahren. So, wir fahren direkt auf Alpha. Ballert der auch mal, oder? Oh, da macht ein Flugzeug Bumm. Ah, das wollen wir mal bei A. Also normalerweise, wenn man sich so ein Squad gemacht hat und man hat jetzt keinen Fahrer, also man sollte eigentlich dann immer einen Engineer, der halt das Fahrzeug dann reparieren kann, falls es auf der Map Fahrzeuge gibt. Ansonsten, ja, Typen hier halt, hier zwei Medikits und ein, ich gebe euch Munition Typen. Das wäre eigentlich immer am besten dann. Also eigentlich drei Wiederbelebertypen und halt einen Munitionstypen. Den hätten wir messern können jetzt. Sorry, Leute. Das nächste Mal denke ich dran, messer die dann. A wird eingenommen von uns oder von den Gegnern? Ich vermute mal, von dem Gegner wird es gerade eingenommen. Weil A gehörte ja uns. Ich hatte noch eben gerade einen gesehen, oder nicht? Okay, anscheinend nehmen wir es wieder ein. Ich sehe auch keinen mehr. Okay, cool. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Der Typ ist uns gerade gefolgt, aber jetzt folgen wir ihm mal. Er hat dann eine bessere Peilung, wie wir herauskommen anscheinend. Was machen wir jetzt Witziges? Super. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich fast alles. Okay, hab ihn. Hinter uns ist noch einer. Ah, gegenseitiger Kill. Scheiße, er hat ihn wiederbelebt. Blöder. Ist er. Charlie wird eingenommen, Leute. Ich will mal zurück zu Charlie.
Gib mal Gas. Merkt auch keine Sau. Jetzt haben wir Bravo wieder eingenommen, okay. Was war das denn jetzt? Okay, das bringt relativ wenig jetzt, aber es ist zwar cool, aber es bringt hier jetzt relativ wenig. Läuft es anscheinend rein. Wir gehen mal hin. Wie kommen wir denn da hoch? Ah, hier. I have eyes on a hostile tank west of your location. Objective Alpha is lost. Das ist natürlich semi-professionell. Okay. Oh, Conquest Flag Capture Ribbon. Nicely. Ja, okay. Nicht in Ruhe. Geh weg. Psst. Hau ab. Fuck. Ich wollte auch den Typen messen. Oh, da schleicht sich unser Typ direkt um den Panzer herum und wir sind wieder am Verlieren anscheinend. Das ist natürlich sehr doof. Ich kann euch natürlich jetzt auch keine Glanzleistung von mir irgendwie zeigen. Es geht nicht. Habe ich ihn? Verdammt mich! Ich bin down! Er belebt mich wieder! Es belebt mich kein Arsch wieder irgendwie! Ich bin so allein! Oh, guck mal, wir können in den Panzer einsteigen. Dann wollen wir das auch mal zeigen, ne? Okay, kann man nochmal einzeln rauszoomen, reinzoomen? Ja, du musst schon irgendwie irgendwo hinfahren. Wir haben hier relativ wenig Chancen, irgendwas zu töten. Super, aufgeräumt. Ist erledigt. Sonst noch wer? Kollege, du musst dich schon irgendwo mal hinbewegen jetzt, sonst passiert dir ja nichts mehr. Nein, das bringt nichts. Komm her! Zack! Bäm! Und jetzt haben wir einmal gemessert hier. Schön, dass wir das auch mal zeigen konnten. Fuck it! Scheiße! Ich hab mich vertan. Cool, dass wir jetzt auch mal einen gemessert. Oh cool, wir können Hubschrauber fliegen. 4, 3,
Zwei Wins. Und fliegen wir mal. Und ich fliege im sausen Schritt. Ja, dann fliegen wir erstmal eine Runde. Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie man das Ding steuert. Wirklich nicht. Sorry. Also in Battlefield 3 konnten habe ich langsam gelernt, mit dem Hubschrauber umzugehen. Aber ich war eher so der Düsenjet-Freund. Dann gehen wir. Okay, das ist der Gegner. Hier ist keiner. Alter, ey, wenn ich jetzt auch einmal so schnell jemanden töten könnte, dann würde ich Purzelbäume schlagen. Okay, das soll einfach mal jetzt reichen als letzter Test. Also, ja, also die Waffen sind extrem ungenau, also man muss sie da echt erstmal einfinden. Macht mir jetzt nicht allzu viel Spaß. Also bei Battlefield 3 war das so, dass ich dann halt die eine und selbe Map die ganze Zeit gesuchtet habe. Wie blöd, ich habe gespielt, wie dumm. Oh, cool. Aber das ist jetzt hier so. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Es ist so ganz nett, aber jetzt nicht unbedingt, was ich jetzt die ganze Zeit spielen wollte. Okay, cool. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wenn ihr trotzdem mal Lust habt, das mal mit mir zu spielen oder sowas, schreibt es in die Kommentare. Denn hoffentlich sieht man sich auch irgendwann mal online. Tschüss und ciao.